Für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio wird aktuell in Schwechat trainiert. Der Bogensportclub Schwechat hat zum internationalen Turnier eingeladen und bei der Gelegenheit auch die Fähigkeiten seines Jugendkaders auf die Probe gestellt. 2/3 des österreichischen Jugendnationalteams kommt aus dem Schwechater Verein. Dementsprechend hoch ist auch das Niveau, auf dem trainiert wird. Kein Wunder also, dass die interne Meisterschaft mit einem 9-Punkte-Rekord gewonnen wurde. Ich selber bin über die Familie dazugekommen. Es ist natürlich eine Faszination und damit es eine wird, muss der Sport dann auch spannend sein und man muss dafür leben. Und es gibt aber eben diesen einen Punkt, über den man zum Bogensport kommt, und das war bei mir da die Familie. Worauf muss man beim Schießen achten? Es gibt natürlich eine ganze Menge Dinge. Der Bogensport ist eine technische Sportart, das heißt, es ist wichtig, eine sportliche Technik zu perfektionieren. Der Begriff Technik hat jetzt weniger was damit zu tun mit dem Bogen oder mit der Kameratechnik zum Beispiel, sondern ich muss einen Bewegungsablauf einlernen, den ich dann perfektionieren kann. Wie ist es als Dame im Bogensport? Anders als bei den Herren, man hat weniger Konkurrenz, aber es ist trotzdem auch schwer. Wie lange trainierst du schon das Bogenschießen? Also ich habe 2010 angefangen und bin bis jetzt noch dabei geblieben. Und was fasziniert dich daran? Also einfach, dass es was anderes ist. Es ist nicht dem Sinn, es ist schon ein Leistungssport, aber man hat jetzt nicht so die konditionelle Ausdauer wie Laufen oder sowas, aber man muss schon auch viel trainieren, damit man gut ist. Du bist ja schon in Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Dublin. Wie schaut das aus? Naja, also in Dublin, da schießt man andere Distanzen wie bei der FITA. Das heißt, man muss alle Distanzen durchschießen können von 10 bis 60 Meter. Und dann gibt es auch in der Quali gibt es 2 Tage. Da schießt man an einem Tag unbekannte Distanzen. Das heißt, man muss auch schätzen können, wie weit diese Distanzen weit weg stehen. Und am zweiten Tag sind dann alle bekannt. Also das ist dann theoretisch auch leichter. Da weiß man dann gleich, wie weit diese Scheibe entfernt ist. Der Einladung des Vereins sind auch Schützen aus Ungarn, der Slowakei und Polen gefolgt. Was macht die Faszination Bogensport für dich aus? Naja, dass die Konzentration bei jedem Schuss immer gleich sein muss und dass jeder Schuss auch eine Herausforderung für sich ist. Du warst ja schon in Vorbereitung für Rio. Wie war das? Es war im Prinzip wie jeder andere Trainingsprozess auch. Das heißt, ich habe normal weiter trainiert, nur den Umfang gesteigert natürlich. Und das sind dann spezielle Rio-Kader-Trainings, wo ich dann mit dem Bundestrainer und dem Rest vom Rio-Kader trainiert habe. Auch immer wieder ein Trainingslager war zum Beispiel auf Zypern. Ganz hat es leider nicht gereicht, aber bei den nächsten Olympischen Spielen, wie schaut es da aus? Ja, ich denke viel besser. Ich bin dann 21. Das ist auf jeden Fall ein Alter, in dem es leichter ist als mit 17. Und ich glaube, dass mir 4 Jahre Vorbereitung auf jeden Fall nicht schlecht tun werden noch.